Diese möchte ich auch haben. Irgendwas greift uns an. 4 Diamanten. Aua. Ein Schlachterfisch. Haben wir nicht einen unbedeutenden Seelenstein bekommen? Ja. So, zweimal. Zwei Schuppen. So, Magie. Wasseratmung wäre nett. Na? Da. Okay. Da geht es sehr tief runter. Sehr, sehr tief. Athletik auf 87 Punkte. Hier haben wir unbearbeitetes Ebenerz. 4 Stück. Okay. Und nochmal 4 Stück. Okay. Das war's. Habe ich Flynn? Ja, 2 Stück. Skelett mit Knochenmehl. Das ist ein Korb. Eine Angelrut. Lol, der wollte hier angeln. Zu viel Ebenerz. Naja. Gut. Mehr, denke ich, ist hier nicht. Also geht's wieder raus. Na toll. Ich habe plötzlich Lags. Das finde ich nicht toll. Okay, hier nochmal kurz nachsehen. Ah, das ist wieder so, so eine... Da ist noch was! Unbearbeitetes Ebenerz, 3 Stück. Das hatten wir noch nicht gesehen. Aber jetzt haben wir, glaube ich, alles. Okay. Dann ist der Flynn aus. Letzter Flynn! So, raus hier. Es ist schon lange her, dass wir überlastet waren. Aber egal, jetzt wird dann erstmal gerastet und dann haben wir eine neue Stufe. Und vielleicht auch ein paar Tränke weniger und so. Bis dahin. So. Und dann wäre das in Ordnung. Da muss ich hin. Genau, da ist der Ausgang. So, und ich würde gerne hier rasten am Ausgang, aber noch drinnen, denn draußen sind garantiert irgendwelche Kreaturen. Hier drinnen glaube ich eher nicht. Bis geheilt. So, oh, wie geil. Also wir skillen natürlich eigentlich heftig. 5-mal Willenskraft, Charisma und Schnelligkeit, 3-mal Konzentration, 4-mal Intelligenz und Stärke. Das ist echt heftig. Also wir skillen natürlich einmal Glück, beeinflusst in geringer Masse alles, was ihr tut. 94 Punkte. So, am meisten würde ich jetzt natürlich etwas mit 5 Punkten skillen, nämlich Willenskraft, weil wir hier am meisten haben. Da kriegen wir 5 Punkte. Beeinflusst eure Widerstandskraft gegenüber Magie und eure maximale Ausdauer sind dann 89 Punkte. Das ist echt heftig. Ich würde gern was anderes auch noch sehen, aber egal. Dann Charisma oder Schnelligkeit hat, oder Konstitution haben wir beides alles drei wenigsten. Aber bei Charisma und Schnelligkeit würden wir am meisten kriegen. Und dann nehme ich Charisma, denn eigentlich, wenn wir vorhin gerastet hätten, hätten wir bei Schnelligkeit nur 4 Punkte wahrscheinlich, weil wir gerade eben ja noch einmal Athletik bekommen haben. Also nehme ich, fange ich mit Charisma an. Beeinflusst eure Fähigkeit, mit anderen Charakteren auszukommen und den Grad eurer Beliebtheit. Oder soll ich vielleicht doch Schnelligkeit? Als Zeichen, dass wir, wenn wir es vorher nicht bekommen hätten, gar nicht bekommen hätten, also? Ach ja, Charisma ist eigentlich egal, also nehmen wir Schnelligkeit. 5 Punkte Schnelligkeit, das ist echt der Hammer. 84 Punkte, bestimmt wie schnell ihr euch bewegen könnt. So, beim nächsten Mal geben wir wieder Glück, da haben wir dann 95 Punkte. Und natürlich Charisma oder Konstitution als niedrigstes und einmal das, was wir am meisten haben. Am meisten Punkte insgesamt haben wir bisher bei Geschicklichkeit 97 Punkte. Heftig.
Geil. Und noch zwei Stufen Aufstiege, dann haben wir bei allem mindestens 80 Punkte. Voll geil. Ach ja, ich bin überlastet, also... Ey, wo kommst du denn her, Scump? Ich wusste doch, dass hier draußen Kreaturen sind. Stirb. So, hier machen wir jetzt ein Markieren. Und dann, wie weit werden wir jetzt eigentlich kommen? Also hier das da mehr und das da. Ich wäre dann hier eigentlich so weit zu der hier, dann das da, dann hier runter und auch Telfü haben wir eigentlich schon. Das heißt, da müssen wir gar nichts machen. Einfach weiter. Ja, zu diesen kleinen Inseln hier und dann hier so rüber. Dann wäre ich, glaube ich, das ist, glaube ich, auch eine Insel. Wäre ich dann hier so rüber, dann hier hin, dahin, dann hier hin, dann hier so rüber, dann hier so hin, zack, zack, irgendwie so, zack. Und dann nur noch hier runter. Aber ich glaube, ich werde jetzt die Aufnahme beenden, denn ich bin jetzt bei 1 Stunde 40, also etwa knapp 2 Stunden, bis ich jetzt aufgehört habe, sind es 2 Stunden. Und in der nächsten Aufnahme ist, da bin ich hoffentlich wieder gesund. Wobei, ich werde gerade wieder gesund, also das Schlimmste habe ich schon hinter mir von der Krankheit, aber trotzdem fühle ich mich noch ein bisschen ich fühle mich eigentlich nicht schwach. Es ist halt einfach nur diese Kopfhörer. Immer wenn ich Schnupfen habe und ich setze die Kopfhörer auf, verschlimmert sich irgendwie der Schnupfen. Ich habe keine Ahnung warum. Und ich hasse das. Deswegen will ich nicht, nehme ich nicht so gerne auf, wenn ich Schnupfen habe. Und deswegen will ich jetzt dann auch aufhören. Und beim nächsten Mal bin ich hoffentlich wieder ganz gesund und kann wieder die vollen 3 Stunden aufnehmen. Sodass das würde dann... Dann würde ich wahrscheinlich in 1,5 Stunden, vielleicht auch 2, je nachdem, ob hier was Größeres ist, würde ich das hier alles fertig machen, bis hier runter. Und werde dann wahrscheinlich dann einfach so die Aufnahme beenden, einfach weil wir es haben. Und weil wir dann hier wieder einen Abschnitt fertig haben. Mit diesen Inseln. Voll geil. Hier habe ich die Inseln eigentlich nicht gemacht. Irgendwie schade, aber egal. Und beim übernächsten Mal würde ich dann das hier machen. Und dann hier so runter. Und dann hätte ich wieder einen Abschnitt fertig. Das sind wahrscheinlich auch 2 Aufnahmen, behaupte ich mal. Und dann könnte es endlich mal hier weitergehen. Dann machen wir dann auch mal Randus, endlich. Oh, da freue ich mich schon, wenn wir da hier... Wenn wir hier sind, freue ich mich. Weil dann haben wir echt nur noch dieses kleine Stück hier. Ja, und dann halt noch das hier. Das hier sage ich als extra. Und das ist sowieso extra. Auch das hier ist extra. Also wir haben nur noch... 1, 2, 3, ich sage jetzt mal 4. Bis hierher ungefähr. Dann 5, bis daher. Das hier sind noch 6, 7, 8, 9 Aufnahmen, dann haben wir hier alles. 9 Aufnahmen ungefähr. 9 Aufnahmen, das wären 90 Folgen ungefähr, das wären 3 Monate. Heftig, noch 3 Monate und dann haben wir das alles erkundet, nach fast 3 Jahren. Dann noch die Geisterpforte, wird vielleicht auch noch eine, also 10 Aufnahmen. Und dann das hier noch alles. Das sind wahrscheinlich... Dann wären wir bei 11, 12, 13 Aufnahmen, sage ich mal. Und dann nur noch Hauptquests, Nebenquests machen. Denn das da ist der Solstheim. Das ist die Hauptquest von Tribunal. Und möchte ich natürlich machen, nachdem ich die Hauptquest von Morrowind selbst durch habe. Ich weiß gar nicht, worum es bei Blood Moon eigentlich geht. Da habe ich keine Ahnung, was da die Hauptquest ist. Tribunal weiß ich, okay, Solstheim. Nein, halt mal. Blood Moon ist, glaube ich, Solstheim, oder? Tribunal ist, glaube ich, das mit den dunklen, mit der dunklen Bruderschaft. Oder ist es doch beides Tribunal? Ich habe keine Ahnung. Egal. Jetzt geht's nach Hause. Und zwar mache ich. Ich glaube, ich mache göttlichen Eingriff. Markiert habe ich ja hoffentlich. Mist.
So, Dolenfedering, wirkt das? Nein. Amulette Gewalt hier, wirkt das? Nein. Dann brauche ich einen Trank, aber ich habe keinen Flynn mehr. Mal sehen, habe ich irgendwas anderes? Außer etwas, das Leben regeneriert. Hier hätte ich Feder. Nochmal Feder. 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 Sieht eher schlecht aus, seit ich Konstitution. Wir haben so viele Tränke. Aber nicht einfässigen Stärke. Hier auch nicht, glaube ich. Was? Mann, ich habe noch Schloss knacken. Ach, Mann, das Schloss, nicht Schloss knacken. Aber die wollte ich mir eigentlich aufheben. Das heißt, die müssten weg. Also abgelegt werden. Ha, Mann, festigen Stärke. Rolle der primitiven Macht. Ha! So, Magiergilde. Da geht es jetzt. Teilt eure Gedanken mit mir. Ich finde eure Gesellschaft erfrischend. Warte mal, Ausdauer muss vorher voll sein. So. Nach Vivek. Zwei Draken nur noch. Heftig. Ihr scheint mir gute Gesellschaft zu sein. Okay, Dolenfederin. Ja. So, und da geht es. Es ist mir eine Ehre, eure Bekanntschaft zu interessant. Da geht es jetzt zum Schlittschreiter. Wenn wir es schaffen. Mist. So. Und runter. Geschafft. Mist. Das ist, glaube ich, der Dolenfederring. Okay. Habe ich hier noch. Oh, Feder! Okay, aber vorher noch kurz nachsehen, ob wir noch was hätten. So Stärke oder so. Nein, dann nehmen wir Feder her. Das sind 50 Punkte. Wie heißt die Rolle? Rolle Ulm Yui zieht das Feder. Da. Auch wieder 0,2 Kilo. So, nach Hause. Gleich können wir. Wir bieten euch einen besonderen Ausflug zum gleichen niedrigen Preis an. Danke, ich verzichte. So, was sagt Mist. Ihr? Okay, das war's nicht. Dann war das jetzt wahrscheinlich die primitive Macht. Mist. Tja, dann brauche ich jetzt einen dieser Lebensenergie wiederherstellen Federtränke. Was eigentlich echt schade ist. Aber naja. 0,0. Also nicht sogar. Was? Ohne Scheiß. Hat nicht geholfen. 9 Kilo noch. Muss ich loswerden. Wo sind denn noch Federtränke hier?
Ich würde keine Federtränke mehr, hä? Da! Auch 0,0. Jetzt! Hoffentlich wird jetzt nichts mehr. Geht jetzt nichts mehr weg, denn wir wären jetzt zu Hause. So. Jetzt können wir das alles ablegen. Eine Elitehaut! Eine Aschekartoffel. Blüte der Steinblume. Hohenbeere. 5 Dedra-Herzen. 8 Diamanten. Ein Dochtweizen. 3x Dräuchwachs. Einmal Eissalze. Eine Goldkanett. Grabestaub einmal. 2 Guarhäute. Einmal Harz. Hundefleisch 3x. 5x Hexeblatt. 2 Kabuti-Häute. 5 kleine Quameier. 2x Knochenmehl. 16x Stück Krabbenfleisch. 3 Stück Kreckenseife. 1 Stück Quammersekret, 9 Läuferfedern, 1 Stück Netzschleder, eine Perle, 2 Stück Pökelsalz, 3 Stück Rattenfleisch, 15 Stück rohes Ebenerz. Boah, plötzlich so weit runter. 15 Stück, das sind 150 Kilo, ja klar, dass das so weit runter geht. Rote Flechte einmal, 4 Salze der Leere. 9x Salzreis, einmal Schlamm, 2 Schuppen, 2 schwarze Flechten, 3x Scampout, 5x Scuttle, 1 Smaragd, 2 Staubbeutel Weide, wo ist? 2x so plus noch. Na, so. Okay, dann haben wir noch ein paar Bücher. Einen sonnigen Tag dir, Freund. Ich glaube, beim nächsten Mal fangen wir tatsächlich das Sortieren an. So, Schlüssel haben wir. Ein normaler Schlüssel und Mentanas Schlüssel. Seelensteine können abgelegt werden. Hier mit einem Schlachterfisch. Stürmatronach. Sturmatronach und Eisatronach. Hier haben wir noch einen Dremora-Fürst. Und eine erkrankte Ratte. Sehr schön. Dann brauche ich Sonden. Na? Komm jetzt 27 weg. Perfekt. Haben wir wieder 9. Dann Seelensteine. Da haben wir jetzt nur noch 8 auf Ersatz. Oh. So. Und hier nur noch 5. Wobei wir da ja eigentlich schon mal gar keine mehr hatten. Naja. Dann brauche ich Leuchtmittel. Einen sonnigen Tag. Danke, dir auch. Dieses Stück sind zu viel. Ich bräuchte irgendwie 2 Stück oder so. Hier haben wir eine Kerze. Und hier ein Kerzenständer aus Messing. Sehr schön. Dann haben wir wieder 3 Stück. Dann Magie müsste eigentlich wie immer passen. Einhalb mal. Ich wollte ja die Schlossrollen wollte ich weghauen. Aber wohin? Wo habe ich verzauberte Rollen hin? Könnte ich da reinhauen? Ja, hauen wir da rein. So, Schloss. Zack. Auch irgendwas? Na, ah, nein, ich glaube nicht. Festigen Glück, warum habe ich sowas? Na egal, ich hoffe, ich weiß es noch bis zum nächsten Mal, weil dann benutze ich die mal zum Verzaubern. Kleidung. Das da und das da. So, perfekt. Ja, das passt eigentlich so. Pfeile! Warmen Sand wandeln. So, hier haben wir Eisenpfeile. Das sind nur noch 65 Stück. Halt.
So. Beim nächsten Mal könnte es tatsächlich sein, dass die uns ausgehen. Ah nein, hier wäre auch nochmal 2 der 15. Okay. Gut, dann... Wer ist das? Speichern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn wir dann hier diese Inseln, die hier komplett fertig machen. Hoffentlich. Ist nur eine Vermutung, aber ich hoffe es, dass wir das schaffen. Gut. Ciao.